Du willst deine Social Media Posts Best Practice mit künstlicher Intelligenz generieren lassen und nutzt dafür wahrscheinlich ChatGPT. Ich persönlich benutze Claude 3. Die Funktionen sind hier allerdings sehr ähnlich. Mit Claude 3 kann ich allerdings wesentlich besser programmieren und habe mich deshalb dafür entschieden. Mein Name ist Roland, falls du den Kanal hier noch nicht kennst, ich gebe hier pro Woche zwei Tutorial-Videos und von daher gerne mal folgen und die Glocke einschalten. Nach dem Intro zeige ich dir direkt mein Improvement, wie ich meine Social Media Posts deutlich beschleunige und deutlich schneller ein initiales Best Practice Setup für AI-Tools hinbekomme. Viel Spaß dabei! Und damit sind wir auch hier direkt bei mir im Browser. Mein persönlicher Hint sind hier einfach PDFs. Ich habe hier unser Testify-Team und unser Testify-Team hat Use Cases und diese Use Cases zeigen, wie wir erfolgreich unsere Tests bei Kunden eingesetzt haben. Und es ist natürlich ganz gut, wenn ich jetzt für jedes dieser Items entsprechend Social Media Posts hätte. Und das geht sehr einfach, indem ihr einfach hingeht und sagt, diese Seite drucken und als PDF speichern. Dann habt ihr nämlich alle Informationen direkt und könnt diese sehr einfach dem Large Language Modell zur Verfügung stellen. Und das ist ein echter Game Changer. Das heißt, ich brauche einmal die Inhalte, die ich im Social Media darstellen möchte. Und dann wisst ihr ja, dass man nicht einfach eine künstliche Intelligenz fragen soll, ohne hier Vorgaben zu machen. Denn es gilt immer noch das Motto, wenn du eine künstliche Intelligenz fragst, ist das so, als würdest du sagen, ChatGPT, öffne diese Tür oder ChatGPT, öffne diese Tür wie Bruce Lee und das Ergebnis wird dann natürlich besser sein. Und dafür gehen wir hier einfach auf Google und sagen Best Practice Tipps for Social Media Posts for Service Use Cases. Und schauen uns hier die ersten und besten Ergebnisse an. Und diese können wir uns jetzt einfach, wenn wir die Steuerung-Taste gedrückt halten, in neuen Tabs öffnen. Sehr gut sind auch die Seiten, die gerade hier in den Rich Snippets verlinkt sind. Und da hole ich mir jetzt auch noch mal zwei weitere. Und dann habe ich auf jeden Fall Seiten, die sich mit aktuellem Best Practice Know-how für Social Media Posts befassen. Und diese Seiten haben jetzt hier Tipps. Und diese Tipps kann ich mir genauso mit Drucken als PDF speichern, so wie ich das bei meinen Use Cases getan habe. Die speichere ich mir jetzt mal alle drei runter, ohne da groß drauf zu schauen. Und hier ist noch der dritte Tipp. Das Schöne ist, dass jetzt Large Language Modelle nicht mehr im Upload groß beschränkt sind und ich hier voll loslegen kann. Wenn ich das erledigt habe, wechsle ich hier einfach zu Claude AI in den aktuellen Chat. Hier ist mein Social Media Workflow, den kennt ihr ja bereits aus vielen Videos hier. Damit habe ich auch mein aktuelles Short hier von heute Morgen verarbeitet. Und ich starte einfach einen neuen Chat und sage an der Stelle, ich brauche Social Media Posts für Meta. Das hat vielleicht was mit der Länge zu tun. Auf jeden Fall posten wir nur auf Meta und LinkedIn. Nehmen wir heute einfach mal mit.
für meine Use Cases zum Thema Testing. Ich gebe dir hier die Use Cases und drei Best Practice Files für Social Media Posts. Gib mir einzeln jeweils die Posts zu den Use Cases und schaue, was das Wichtige bei Ihnen ist und potenzielle Kunden anspricht. Als Anrede nehme ein lockeres Ihr mit dem Fokus für Web Development Teams und Teamleiter bzw. Entscheider. Damit habe ich das jetzt mal initial ganz kurz aufgesetzt. Ihr wisst ja selber, wie lange man manchmal dafür braucht, um einen entsprechenden Thread aufzusetzen. Und hier habe ich einfach mal sehr kurz zusammengefasst, was ich haben möchte und auch was ich für ein Ergebnis erwarte und wer die Zielgruppe ist. Das kann ich ja schon noch mitgeben. Und dann kann ich hier einfach sagen, unter Downloads nehme ich alle PDF-Files. Ihr seht, dass die hier zum Teil echt viele MBs haben und lade die jetzt hoch. Das ist jetzt passiert und ihr seht, ich benutze hier auch nur Claude 3 Sonnet. Das ist hier in der Online-Oberfläche kostenlos. Opus kostet Geld und hat ein Token-Limit, aber mit Sonnet kommt man schon extrem weit. Und wenn ich das jetzt hier habe und das Ganze abschicke, dann passiert natürlich eine höhere Rechenleistung. Es wird ein wenig länger darüber nachgedacht, aber wir sehen hier, dass hier das Ergebnis entsprechend kommt und wir hier direkt Best Practice entsprechend die Ausgaben für die einzelnen Social Media Posts haben. Während das hier noch fleißig generiert, können wir uns aber auf jeden Fall mal einen Post anschauen. Wir haben hier beispielsweise einen internen 500er, der fehlgeschlagen ist. Für Meta haben wir, hey Webdev Teams, 500er Fehler im Webshop, das kann echt übel werden. Wir haben das gerade bei einem Eventveranstalter verhindert. Stellt euch vor, kein Merchandise-Verkauf mehr und raus aus dem Google-Suchindex. Unser Test-Setup hat es zum Glück früh genug erkannt. Wie fit ist euer Error-Tracking? Und das ist noch schon ein ganz guter Post, der klein und knackig ist und die Zielgruppe anspricht und auch irgendwie abholt und zur Konversation einlädt. Das habe ich gar nicht so mitgegeben, aber das ist natürlich dieses Best Practice Wissen, das ich durch die PDFs hier hochgeladen habe und habe entsprechend für LinkedIn das Ganze, liebe E-Commerce Manager und SEO-Verantwortliche, ein 500er Fehler in eurem Webshop ist mehr als nur ein technisches Problem. Es ist eine Bedrohung für euer gesamtes Online-Geschäft. Das stimmt auf jeden Fall. Man muss hier vielleicht auch ein bisschen dramatischere Worte finden und dann nochmal ganz klar gesagt, bei einem Eventveranstalter haben wir genau das verhindert. Merchandise-Verkauf gestoppt, drohender Ausschluss aus Google-Suchindex. Unser automatisiertes Setup hat den Fehler frühzeitig erkannt und Schlimmeres
verhindert. Lasst uns darüber sprechen, wie proaktives Monitoring eure Online-Präsenz und SEO-Rankings unterstützen kann. Und das ist doch schon ein sehr gutes Ergebnis, das ich hier jetzt innerhalb von wenigen Minuten bekommen habe und wir auf jeden Fall für jeden von unseren Use Cases nochmal frische Social Media Posts haben. Das war's von mir hier. Ich hoffe, dieser PDF-Upload-Trick mit der Druckfunktion beschleunigt deine Arbeit genauso wie meine und du findest das auch so hilfreich. Dann gib der ganzen Sache hier bitte mal ein Like. Bei Fragen gerne einen Kommentar und auch sonst, wenn du die Frage nicht für die Community stellen möchtest, gerne auch an roland@nevercodealone.de schreiben. Da helfe ich auf jeden Fall und bin für jedes Feedback auch dankbar. Hier gibt es auf jeden Fall jetzt noch ein Video, das dich interessiert und die ganze Playlist zu meinen AI-Tool-Tipps. Und damit hab einen schönen Tag, bleib grün, bis dann und tschüss.